Massive Missbrauchsvorwürfe gibt es gegen den gerade pensionierten Leiter des Lehrganges für Friedens- und Konfliktforschung der Universität Innsbruck. Die Uni weist die Vorwürfe wie berichtet zurück. Auf der Homepage des privaten Lehrgangs heißt es, er sei der weltweit mit Sicherheit härteste zum Thema Friedensarbeit. Wie das Absolventinnen und Absolventen erlebt haben, das haben sie uns erzählt. Pro Jahr wird diese Ausbildung vom Land Tirol übrigens mit 91.000 Euro gefördert. Das Ausbildungszentrum Grillhof bei Innsbruck. Hier finden die meisten Seminare des Lehrgangs Peace Studies statt. Ein großer Teil bestehe aus Selbsterfahrung und Simulation von Krisensituationen, erzählen drei Absolventinnen, die wir in der Nähe von Niederösterreich treffen. Sie wollen ihre Erfahrungen anonym schildern. Im Lehrgang werde verlangt, intimste Gefühle preiszugeben. Eine therapeutische Begleitung fehle völlig. Es hat auch Ausschreitungen gegeben, psychischer und physischer Gewalt. Dann habe ich mich mit meinen Erfahrungen an die Universität gewendet, wurde dann abgespeist mit dem Kommentar "Danke für das kritische Feedback". Derzeit im Bild liegen Berichte von mehreren Studierenden vor, die nach dem Lehrgang psychotherapeutische Unterstützung brauchten. Einen erreichen wir über Skype. Ich bin dann tatsächlich auch an den Punkt gekommen, also das war dann kurz nach dem Semester, an dem ich mich eigentlich umbringen wollte, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mit meinem Leben umgehen soll. Auch sei es bei esoterischen Übungen zu sexuellen Grenzüberschreitungen des ehemaligen Lehrgangsleiters gekommen. Dann hat er dann angefangen, irgendwie so direkt so nah an mir dran sitzend, irgendwie mir irgendwas über meine Sexualität zu erzählen. Es war so eine ganz, ganz komplett übergriffige, unangenehme Situation. Die Recherchen des ORF und der Tiroler Tageszeitung haben jedenfalls zu einer Pressekonferenz der Universität Innsbruck geführt. Der ehemalige Leiter Wolfgang Dietrich sei seit Oktober pensioniert. Ihm könne man höchstens eines vorwerfen, heißt es. Im Prinzip, was man zusammenfassen kann, würde ich sagen, verbale Unsensibilität. Und man kann aber das nicht vergleichen mit dem, was wir unter sexuellen Übergriffen verstehen und wo es dann letztlich zu strafrechtlichen Konsequenzen kommt. Wolfgang Dietrich hat einem Interview mit der Zeit im Bild zugestimmt. Die Beschäftigung mit der Sexualität sei Teil der Ausbildung. Ein wesentlicher Punkt dabei ist natürlich, dass ich in der Lage bin, zu bestimmen, wo beginnt für mich die Sphäre, die ich nicht überschritten haben will. Das kommunizieren zu können, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Zu Grenzüberschreitungen sei es nicht gekommen. Die Kolleginnen und Kollegen von der Zeit im Bild beschäftigen sich, wie gesagt, heute auch mit diesem Thema 22 Uhr hier in ORF 2.